Oh ja, überall Blutlot ist wieder geil. Boah, wie viel? So langsam glaube ich, das war echt total dumm, dass ich mit der Templerin kein Blutloses mehr hatte am Ende. So viel wie hier ist. Wie kann mir das denn ausgegangen sein? Oh Gott, wo ist er denn schon wieder? Aber jetzt haben wir das antivanische Feuer. Jetzt können wir gleich ein bisschen grillen. Diese Viecher halten übelst viel aus. 13.500 oder 885. Ah, zwei? So, Varric. Varric steht echt gut da hinten. Einmal gegrillter Dämon am Spieß, bitte. Ja, jetzt geht's gemetzelt hier. Wuhu! Ups. Hallo? Ach, da ist man. Manchmal sehe ich meine Maus nicht. Aber ernsthaft, ich war doch draußen. Das kann ich auch. So, der hält die Fresse. Hä? Ich glaube, Solus war tot, weil er hatte irgendwie nur noch einen Lebenspunkt gerade. Und ich weiß nicht, warum Solus denn am Arsch der Welt rumläuft. Erstmal wegen ganzen schönen Sachen hier plündern. Die Rune darf ich nicht vergessen. Ring der verbesserten 1000 Schnitte. Ja. Blup. So. Drei dahin, einer noch im Sinn. Jetzt können wir erstmal eigentlich wieder hier hin. Auf Reise. Auf Reise. Fertig. Und jetzt können wir wieder zurück. Jetzt will ich aber ganz kurz nochmal dorthin, weil da ist irgendwie so viel schwarz. Warum ist hier so viel schwarz? Das soll es nicht. Das wäre blaues Vitriol. Ah, da guck mal, ich glaube, da hinten ist sogar noch eine Hütte, wo wir noch nicht drin waren. Nö. Hat sich doch gelohnt für eine alte Holzhütte. Da drin ist jetzt so ein übel Secret Super Awesome Nuklearwaffen-Dolch. Des Todes. Oder eine Kiste. Mit nichts drin. Siehst du, Räuberkriegsball hat sich total gelohnt. Ein Sumpffischer. Die zum Glück eine Menge Ledertroppen. Zwei Sumpffischer. Und der ist aggro geworden, warum auch immer. Jetzt ist der andere auch aggro geworden. Yay! Wieso müssen die Viecher eigentlich immer zu zweit... Ne, komm. Ich wünschte, ich könnte den jetzt einschlafen. Ich kann dann noch so übelst wegfliegen. Yes, plündern. Drei, naja. Ich muss kurz auf die Werte gucken, was für Werte hatten die eigentlich. Klugheit, kritischer Schaden, Verteidigung im Fernkampf. Oh, die bräuchten wir eigentlich eine Menge dann. Kacke.
Ah ja, apropos davon brauchen wir eine Menge, guck mal. Spaltung! Achso, er hat sich nur. Er hat sich einen Block gegeben. Ich glaube, die spawnen hier sehr schnell. Sobald ich wieder weggehe, dann spawnen die nächsten, glaube ich. Die Stelle müsste ich mir eigentlich merken, vielleicht. Oder wie viel haben wir denn jetzt davon? Werkstoffe. Leder. 28. Alter, das ist eine Frechheit hier, wirklich. Jetzt ist er schon wieder aggro geworden. Jetzt könnte ich mir mal wieder nicht... Also hier könnte man eigentlich immer hin und stehen bleiben. Da kommt immer sofort wieder einer angescheißert. Aber das wäre für ein Let's Play so ein bisschen... Oder diese Scheißgeister, die stehen auch irgendwie die ganze Zeit nur rum. Jetzt kann ich mich nicht teleportieren, Moment. Reisen, besser gesagt. Jetzt. Jetzt haben wir dort alles hell gemacht, jetzt können wir dort wieder zurück. Auf Reise, auf Reise, auf Reise. Und wir gucken so in die richtige Richtung. Was total offensichtlich ist. Hey! Guck mal, ein Netz. Noch mehr Netze. Und Avar. Dankeschön, dass ihr es geschafft habt, hierher zu kommen. Das warst du? Och Mann. Ich wollte Cassandra beschützen mit meiner Parade. Piu. Vorrat. Ach ja, apropos, Moment mal, ne? <lacht> 94. Maximale Gesundheit 11, ist natürlich jetzt so gut wie gar nichts. Resistenz gegen Geistschaden. All die Klamotten sehen schon ein bisschen geil aus, muss ich sagen. Gut, die kann er eh nicht tragen. Cassandra durch ihren super Schwertalter kriegt die ganze Zeit nur noch Block dazu, wenn sie angreift. Hier gibt es wieder ein paar Materialien. Verlorene Stadt Barindur. Die ist wahrscheinlich unter dem Sumpf. Ein auf Star Wars-like. Morgenstern. Rune der Reinigung. Hä? Die gibt's hier? Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich gehe wieder zurück. Jetzt nicht mehr. Die ganze Zeit blinkt hier immer irgendwas. Na, boah, nee, ne? Piu. Also ich finde Variks neue Switch-Fähigkeit cooler irgendwie. Irgendwie macht die jetzt echt extrem fett Schaden. Ich meine, 900% ist natürlich schon ein Knorke, ne? Ja, er ist hingeflogen in dem Moment, wo ich... Lol. Ja!
Ja, immun. Waffen vergiften bringt gar nichts. Ja, das geht ja da durch. Sehr schön. Vielleicht wieder schimmernde Baumwolle für uns? 7 Gold. Ach, ganz ehrlich, ich trete aufs Wasser, da kommen Leichen hoch. Ich trete aufs Feuer, da kommen auch Leichen hoch. Wo darf ich denn hier hinten? Wo darf ich denn überhaupt noch hintreten? Irgendwas ist da hinten. Was? Mist, zu früh. Diese beschissenen, verfickten Skelette. Der ist nicht aufs Maul geflogen, obwohl ich unsichtbar war und von hinten getroffen habe. Bloß die Fresse, Alter. Und das nimmt natürlich kein Ende. Ach, meine Sch... Mein Dings war nicht bereit. Verdammt. Okay, der eine hat nichts gedroppt. Okay, zwei haben was gedroppt. Ja, 7 Stück. Sehr gut. 7, Alter. What the fuck, wo geht's denn hier hin? Noch ein schöner, gemütlicher Angelplatz. Hier süppeln da erstmal im Wasser. Finde den. Lass mich verarschen. Wieso zerschmettern? Ah, Varric. Hm. Schlüssel zur Hütte. Gut, das war die schwerste Quest aller Zeiten. Schlüssel zur Hütte. Hier ist mal wieder der Hausbesitzer. Was gibt's denn hier so Schönes? Durchnässtes Tagebuch. Voll geil, diese Feuer, was hier immer so rumfliegt. Wer kommt nur auf die Idee, hier draußen eine Burg zu errichten? Einschneidige Klinge. Diese Dreckswaffen, Alter. Wer nimmt die denn schon? Ich meine, die sind ja nur zum Verkauf da. Jetzt haben wir die Hälfte der Heiltränke verloren. Da hinten ist noch das letzte Feuer. Cassandra, kannst du den mal ranziehen? Ja, nee, jetzt nicht ranziehen. Aber weißt du was, mach doch. Meine Kollegen können ins Wasser rumlaufen, aber sobald ich ins Wasser reinlaufe, dann werde ich bestraft, ne? Nee, du bist der Inquisitor. Du bist der Spieler, du darfst nicht ins Wasser. Obwohl das ziemlich abfuck wäre, wenn meine Verbündeten auch die ganze Zeit diese scheiß Skelette triggern würden. Da hätte sie gar keine Ruhe mehr. 8-mal Blutlotdos. Yeah. Ich weiß, dass es hier hinten noch irgendwas gab. Ich weiß nur nicht mehr was. Varric knallt den alleine schon fast One-Shot ab mit dem Fernschuss jetzt. Respekt. Hier ist eine kleine Quelle mit Vitriol. Das kommt ursprünglich aus Tirol.
Wartet. So, jetzt. Da fehlt noch so die Hand auf den Oberschenkel klatschen. Oberschenkelmuskeln. Oh, geil. Oh, geil. Sumpffischer. Yes. Schlaf ruhig. Schlaf mal. Was doch mal das gerade war? Da war ich gerade wieder nicht innerhalb seiner Reichweite. Das war nur so ein scheiß Block aktivieren. Jetzt aber. Bitte 7 oder sowas. 8! Ja! Noch geiler! Bringt das Vergiften überhaupt was? Ja, ein bisschen. Ach. Ja. Sumpffischerzähne. 6-mal nochmal Haut. Ja, jetzt wird es doch so langsam mal ein bisschen besser. Das ist eine große Mühle. Wie zur Hölle funktioniert das Ding immer noch? Beim Erbauer. Barriereschaden. Das ist ein Vollschaden. Man sieht die Perspektive eigentlich immer nur so, ne? Oh. Sumpffischer. Nein! Das war jetzt ein Doppelklick. Kacke. Nee, ich will nicht vor ihm. Ich will lieber an seinen Arsch. Ich weiß zwar nicht, was Spaltung macht, aber... ich glaube, es macht irgendwie Zusatzschaden, Bonusschaden. Dasselbe wie Zerschmettern, glaube ich. Muss nochmal nachlesen oder sowas. Albtraum gibt es ja auch noch oder sowas. Man, das sieht zum Beispiel auch schon geil aus. Das ist übrigens jetzt kein Sumpf mehr. Das ist jetzt, da kann man wirklich ersaufen, wenn man da reingeht. Hab's mal probiert. Und genießt so lange dieses schöne, gemütliche Gebiet, solange wir noch hier sind. Weil das Gebiet ist leider nicht allzu sehr groß. Der Dämmerlotus, der... ja, schon kommt 4 Stück, natürlich. Weg! Weg! Ich bin ins Wasser gegangen, jetzt kommt wieder neue... du Fotzen, Kopf knallst mich ab, obwohl ich unsichtbar bin. Genau. Jetzt bin ich im Wasser gegangen, jetzt kommt wieder neue wahrscheinlich. Weg da, los. Weg. Ihr könnt mir ruhig die Kills mal lassen. Dann heile ich mich nämlich. Stellt euch vor. Könnte eigentlich auch ein Secret sein, aber irgendwie ja nicht. Ist dann nur eine Kackbude. Oh Gott, ich hab die Dings vergessen. Hui! Alles Gelte fliegen hoch! Das letzte Leuchtfeuer. Da könnt ihr noch mal zum Dings pendeln. Zum Heiltränke aufladen. Todeswurzel haben wir noch gar nicht gehabt bisher. Hallerleder haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt, oder?
Blutstein. Jetzt kommen ja die krassen Sachen, wa? Das war alles nur Stufe 2, aber krass ist jetzt was anderes. Joa! Das war die Luft. Diese beschissenen Bogenschützen, die sind eklig gefährlich. Weißt du was? Ihr wollt Feuer haben? Ich geb euch Feuer! Jawoll! Jetzt ist hier richtig. Jetzt ist hier Achterbahn, Alter! Das benutzt ihr als Thumbnail-Bild, Alter! Ja! Scheiß drauf, ich seh nix! Einfach Massenschlägerei! Nochmal ein Level up, jetzt haben wir uns wieder geheilt. Gute Arbeit. Der Weg zum Strand ist frei von Untoten. Je weniger dieser Kreaturen, desto besser. Das war geil, Alter. Wenn man sich mal vorstellt, es gibt jetzt noch so mythische Gürtel für Sprengfeuer erhöhen. Die Kapazität. Bis zu 4, glaube ich. Da kann Varric 7 von dem antivanischen Feuer tragen. Theoretisch könnte man es, glaube ich, sogar Sarah geben. Sarah könnte, glaube ich, sogar noch einen dazu tragen. Nee, warte. Nee, Elixiere kann sie dazu tragen. Nee, warte. Nee, Sprengfeuer kann sie nicht. Also doch 7 Stück. Und wenn man sich mal vorstellt, dass ich dann hier so 7 Stück davon mal benutze, dann ist echt Polen offen. Hammergeddon, Alter. Nimm mal das Ding weg. Wenn die KI dieses Schleierfeuer trägt, dann greift die immer nicht an. Die steht dann mit dem scheiß Schleierfeuer mal rum und... was muss ich jetzt machen? So nach dem Motto. So, erstmal wieder zurück. Kinders. Heiltränke wieder aufgeladen. Tränke ausrüsten. Müssen wir mal... Varric. So, Varric. Sieht der? 207 Blutlotus. Top. Sandra ist voll. Voll. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Und werden jetzt letztendlich unsere Verbündeten, denke ich mal, glaube ich, mal rausholen, unsere Soldaten. Darum wahrscheinlich das zwergische Kästchen. Jetzt sitzen sie da, langweilen sich zu Tode. Jetzt können sie mit ihrem magischen Zauberwürfel spielen. Die Viecher sind natürlich auch Stufe 12 jetzt, weil ich auch Stufe 12 bin. Jetzt kommt gleich was. Etwas von euren Geschäftspartnern in Kirkwall gehört, Varric? Das fragt ihr mich? Dann lest ihr meine Briefe also nicht? Ihr seid nicht mehr mein Gefangener, so sehr euch die Rolle auch behagt. Aber über den Weg traut ihr mir immer noch nicht. Ich hege durchaus Sympathie für euch, vor allem angesichts der jüngsten Ereignisse. Keine Sorge, Sucherin. Ich würde euch nie unterstellen, dass ihr mich mögt. Ach, und übrigens, ich pflege meine Geschäftspartner als Freunde zu bezeichnen. Mag sein, dass euch das jetzt seltsam vorkommt. Die haben immer noch das beste Verhältnis. Jetzt kommt gleich eine Massenkarambolage. Das habe ich bisher so eine kleine Tradition dabei. Gleich kommt von allen Seiten Untoten. Das sage ich jetzt, weil ich dem Gemetzel... Ach, weißt du was? Heute ist ein wunderschöner Tag. Heute kann absolut nichts passieren. La la la. Noch mehr Untote. Das werden immer mehr. Lauf zum Schloss. Was steht da hinten rum?
Das ist die ganze Familie. Wow, also... Sorry, Leute, also das muss ich jetzt mal ausnutzen hier. Feuer frei, Merrick! Zum Schloss! Ach Mann, ich... Normalerweise ist das jetzt so... Zum Schloss! Ja... Dass die jetzt nonstop diese Scheiße labern mit "Wir müssen zum Schloss!" Und genau deshalb sollten wir jetzt auch wirklich zum Schloss. So, das ist gleich tot. Rückzug, weg, Rückzug, weg, Rückzug, weg, Rückzug, weg, 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 weg. Varric muss erstmal ganz kurz chillen. Das verdammte scheiß Bogenschützen schon wieder. Eigentlich müsste Varric doch langsam mal... Ah, aufstehen. Wollte gerade sagen, wann kommt denn der wieder? Normalerweise kloppe ich mich mal mit den ganzen Viechern dort. Mit den ganzen Untoten dort. So ein kleines Hobby von mir. Aber wenn die alle auf meinem Level sind, lasse ich es lieber sein. Da hat mir Solus gerade schon instant gerade gestorben, fast verreckt. Selbst wenn wir das schaffen sollten, haben wir dann... letztendlich null Tränke mehr, damit wir hier weitermachen gehen können. Und ich meine, meine Soldaten langweilen sich inzwischen schon ziemlich zu Tode. Ah, hier gibt es ein Vorratslager. So. Die Musik ist geil. Bong, bong. Da ist geschickte Hände gute Werkzeuge. Das weiß ich, da muss ich gar nicht probieren. Geil ist, jetzt hört man die Musik auch mal so richtig. Ist okay. Das Problem ist, wir können kaum noch was tragen, ne? Aber eigentlich sollte jetzt auch fast nichts mehr kommen. Wow. Zorn der Herrin des Himmels. Eigentlich sollten wir jetzt so langsam beim Ende sein. Och nö, nicht noch mehr. Was macht ihr denn hier? Der Plumpsack geht rum oder was? Stehen sie alle so im Kreis? Alter. Oh, Alter, wie die sich immer... Treppe runter mit dir. Vibe. Habt ihr ein bisschen Schlüpfer? Oh ja, Baumwolle. Mm. Schimmernde Baumwolle 2. Ja, sehr schön. Dürften wir eigentlich schon fast genug Stoff haben für unsere Stufe 2 Klamotten. Aber ich bin immer noch am Überlegen. Ich glaube, die Stufe 2 Klamotten können wir halt wirklich erst machen. Herold Andrastes, kommt her! Ich bin die Hand von Korn! Da hinten ist der kleine, aufgeblasene Gockel, der uns unbedingt töten will. Natürlich trifft er mich, natürlich. Alter Varric, wo stehst du denn? Varric? Ach, da.
Ich nutze dich mal kurz, damit ich wieder unsichtbar werde. Weil am gefährlichsten sind hier diese beschissenen Bogenschützen. Die müssen erstmal weg. Das richtet ja nur Schaden an! Gut, er richtet uns theoretisch natürlich auch gar keinen Schaden an, ne? Aber... Ah, Mist, jetzt hat er mich... Cassandra, kannst du mal... Sie kann sich jetzt erstmal wieder beruhigen. Ring des verbesserten Erdherstellungs Schlacht, rostiger Schlüssel, Geschenk des Bergvaters. Ist jetzt nicht schlecht.